So, und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Pokémon. So, meine Freunde, wir sind gerade noch im Stream auf Twitch und in TikTok, wo ihr nur leider halt nur mein Gesicht seht, ne? So, wir werden jetzt unser Team an umändern. Ist jetzt das Polygon-Set oder weil wir haben es doppelt, ne? Nämlich da haben wir es auch nochmal. Es ist egal, welches wir nehmen. Hauptsache es ist Porygon Z. Porygon Z, kommt ins Team. Dann wird er in unser Team kommen. Gierspenst kommt ins Team. Nein. Gespenst. Dann Inton. Und Hoplo kommt auch mit rein. Yay. Und wen haben wir noch? Magneton. Kommen jetzt alle ins Team. Und ich würde sagen, wir probieren es aus, Oida. So. Und weil wir ja einen Auftrag haben. Wir haben ja den Auftrag in der letzten Folge gekriegt, zu jeder einzelnen Arena nochmal hinzugehen. Das haben wir jetzt hier auch markiert. So. Und weil wir faul sind, und ich erstmal die Attacken vom. So, wir gucken erstmal Porygons Attacken, weil Porygon ist unser Macher heute. Der ist der Macher. Bericht. Porygon, was sind deine Attacken? Da kann man was damit anfangen. Eisstrahl, ja, kann man echt was anfangen damit. An alte Attacken erinnern. Was haben wir noch? Agilität, Psystrahl, yo, Bro. Ladestrahl. Ist Ladestrahl besser wie Schmarotzer? Nein. Aber Eisstrahl ist physisch. Brauchen wir die Para oder haben. Nee, wir schauen. An alte Attacken erinnern. Wir brauchen Raub. Das wäre Sternschau ist physisch Fassade. Jo. Der Fassade kommt für Genesung rein. Ist jetzt gerade seine sehr Verteidigung gut. Der ist ein Spezialeingreifer. Okay. Er ist ein spezieller. Okay, dann wird Psystrahl. Psystrahl und Sternschauer werden jetzt. Psystrahl wird jetzt ballern. Dann kommt doch keine Fassade, sondern Psystrahl. Boah, das wird ballern, Leute. So, wen haben wir hier? Metallklaue. Oh, ja, der bleibt. Der ist noch nicht voll. Magnethorn. Du bist ein Spezieller. Ja, der hat schon seine Dinger. Gierspinst. Den würde ich als erstes draufgehen lassen, bin ich ehrlich. Ich bin ein Arschloch, ich weiß. So, an alte Attacken erinnern. Was hat er? Nichts. Ein TM verwenden, was kann Gierspinst nämlich? Ja, Bugball. Was hat denn der für ein Terra-Typ?
Was hat Gespenst für einen Terra-Typen? Also Geist, ja, okay. Dann kriegt er halt auch noch einen Terra-Ausbruch. Dann kriegt er einen Terra-Ausbruch auch noch. Ja, TM verwenden Terra-Ausbruch. Gönn dir. Gönn dir. Tschüss. So, und weil ich ja ein faules Stück bin. Und ich nehme mal das Fähigkeitspflaster. Ich bin ein faules Stück. Das habe ich schon mal jetzt gesagt, ne? So, wir gehen zur ersten Arena. Dem schnell zur Käfer-Arena. Fliegen. Ich mache mir das jetzt einfach. Ich fliege dahin und lasse mir am Arsch lecken. So. So, fliegen wir hin. So, dann. Ja, der Schlüssel zum Erfolg. Jo. So, weiter geht's. Jo, wir machen jetzt so. Nein, mit uns. Schauen wir mal. Die wollen nämlich nochmal gegen uns kämpfen. Jo, bin ich. Ich bin der frisch gebackene Champion. Ja. Jo, verlieren. So, und jetzt auf geht's in den nächsten. Weil sie natürlich jetzt Stecke sind. Let's fight again. So. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie du vier Worte, wie ich da gecheatet habe. Ja. Wie ich gecheatet habe. Ne? So, aber nun mach Bekanntschaft mit Portugal Z. Oder? Jo, ich habe ein anderes Team, ne? Heute gibt's bitte nur eine Bitte für dich. Fang bitte nicht Swain an, okay? Nö, fange ich nicht. Der ist wirkungslos. Eisstrahl, gib ihm. Tschüss. One hit KO. Ja, die ballern sich jetzt erst einmal hoch. Bitterkuss. Ah, Bitterkuss für ihn. Bis jetzt. Ich weiß nicht. Bitterkuss. Wird, nein. Nein. What ist mit der Matrix los? Die Matrix mag mich heute nicht. Kratzfurie. Ja, dann hat der Kratzer. Ja, bei mir spackt jetzt die Kamera mit Glitches. Mich glitschen gerne. So, ja, da ist BC Pokémon failed. Ich lieb's. Ich lieb die Folge jetzt heute schon, ne?
So. Aquarelle will die Ente erlernen. Jawoll. Rotenschlag, raus mit dir. So. Aussetzer. Brauche ich nicht, sorry. Senkkopfstoß. So, Kopf tut mir weh. Ist ein Physi. Ja, wenn nicht, wenn wir es brauchen, können wir es wieder lernen. Blut. Flamm. Flamm. Terror auf der Fassade. Turmkick. Der hatte fette Attacken. Ja, komm, Glut nehmen wir trotzdem mit rein. Ruckzuck-Kieb. Nein. Aber geil ist. Flug-Terra-Typ. Ein Doppelkick, nein. Nitro-Ladung wird für die Glut wieder jetzt eingesetzt. Ja. Wir switchen hin und her, Leute. Aber wir haben Flug, ob bei Hoplo oder Kikleo ist. Agilität? Sowas auf die Attacken. Scarabor. Nö, wir lassen es. Wir bleiben. Wir bleiben. Schauen wir mal, ob jetzt unser Psi-Strahl wirkungslos ist oder ob wir es. Wow, sehr effektiv! One-Hit, KO! Mit dem Glitchen. So, jetzt schauen wir mal, hey. Ich pack das Geglitsche nicht mehr. So. Was ist mit dieser Kamera los? Was ist hier los? So. Was ist hier los? So. Ja, machen wir es mal schnell. Ja. Ich liebe es, während der Aufnahme das zu machen. Okay, ich müsste eigentlich einen kompletten PC neu starten, dass das Geglitsche jetzt aufhört. Drum machen wir es jetzt ganz einfach. Euch nervt's, mich nervt's. Arrivederci. Ich schau jetzt bloß und so. So. Und jetzt muss ich da unten auch noch kommen. Ich weiß nicht, wieso ihr diesen Sound nicht habt. Fixlotte. So, ey. Ihr habt den Ingame-Sound nicht. Leckt mich alle am Arsch jetzt. So. Ja, jetzt habt ihr. Meine Fresse. Ja, da mach's halt ich mir so. So. Und das Geglitsche wird jetzt nicht mehr aufhören, denke ich, wenn ich jetzt wieder durchkomme. Nö, es glitscht immer noch. So, dann bleiben wir halt jetzt nicht weg. So. Glitscht. Ich habe es jetzt nochmal angeguckt. Es glitscht. Es gibt die Folge heute ohne mein Gesicht. Wirbler. Wirbler ist physisch. Du wirst noch nicht. Du kriegst noch deine Bio-Kreidestrahl. Kopfnuss. Wer will die Kopfnuss? Spindias. Ich wette mit dir, wir kriegen gleich die volle Entwicklung von Hoplo. Eisstrahl. Ach, er schützt sich.
Eisstrahl wird nicht treffen. Ja, wieso ist der schneller, der Brio? Der Brio. Nein, nur Brio. What? Nein. Der bleibt bestehen. Schmarotzer hinterher. Kurz weg. Aber schauen wir mal, welches Level das die erreichen. Ja, 28. Ich glaube, wir können die volle Entwicklung von Liberlo können wir schon mal raussuchen. Ich suche mir schon mal Liberlo aus. Ich suche mir schon mal Liberlo. So, ich suche schon mal Liberlo. So. Liberlo ist schon weit rausgesucht. Wer will Slammer lernen? Nein, immer noch nicht. So. Huhu, schön, dass du da bist. So, denke ich schon für Flag. Forsaker. Forsaker. Ja. Ah. Eisstrahl. Komm, du hast die Robust. Die Innenwitzung, das verstärkt Angriff und Verteidigung. Mal. Nein, ich mach keine Terror. Und da muss ich auch noch schauen, wie man die Terra-Kristallisierung umändert. Weil ich will. Überschüttet das Ziel Unmengen Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. Ja, das bringt mir null. Also bleibt auch jetzt. Der kriegt einen Typ Käfer. Bro. Aber ich muss jetzt Terra kristallisieren. Sonst ist dieses AP hier schnell vorbei. Ja, normal, das ist. Der Angriff bleibt gleich, aber. Oh. Ja. So. Weil der wird jetzt halt auch mit Ursaring-Täter kristallisieren. Und. Ja. Schauen wir mal. What's going on here? Ursaring. Jetzt sag ich das. Hab ich nicht gewusst. Ich hab's gewusst. I thought it! I know it! Sexy and I know it. Ja. Yeah. Wir sind heute gut gelaunt. Und ja. Dann mach ich fertig mit einem Eisstrahl! Ja, Mann. Hup, hup, hup. Oh, Lichtkanone. Lichtkanone. Ein Metallterra.
Können wir da weg. Sprungfeder. Das ist eine Flugattacke. Die macht 85 Damage. Und wir haben es fast geschafft zu Kikleo. Zu Libero. So. Sprungfeder. Wir können sie holen, wenn wir sie brauchen. So. Vegeta entwickelt sich zu Trafogita. Macht sich gleich die letzte Entwicklung auf. So, dann nehmen wir die Entwicklung, nehmen wir jetzt noch mit, meine Freunde. So, Libero. Ne. Kikleo. Kikalo. Nein, es wird nur Kikalo. Schade. Dann werden wir jetzt hier versuchen und schauen, ob wir Kikalo finden. Ja. Da haben wir ja. Wir haben ja das Bild noch. Das ist der Kikalo. Aber Trafogi habe ich nicht. Habe ich den jetzt heruntergeladen? Ja, habe ich. Wie heißt dieses Trafogita? Trafogita. Keine Ahnung. Ja, ich gebe Trafogita ein und dann kommt. Trafogita. Dann machen wir das dann auf Cam. Aber wir haben schon unseren Ding wieder drin. So. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich wieder mit Facecam. Und sehen uns bei der nächsten Arena. Bis dann und ciao.